Guten Morgen. Seid ihr so lieb und versucht, die Fenster einmal kurz aufzumachen, ja? Das ist für euch barmherzig und für mich auch. Das war einmal sehr kurz, ja? Ihr wisst vielleicht, dass wir nächsten Samstag feiern wir Reformationstag. Also alle, die ein bisschen evangelisch angehaucht sind, auf jeden Fall wissen, dass es da den Reformationstag gibt. Aber es gibt eben auch gleichzeitig, das wisst ihr auch, Halloween. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Die einen Leute haben zu mir gesagt, hey, da muss man doch was machen, oder? Halloween kann man doch nicht einfach so durchlaufen lassen. Die ganzen Kiddies, die dann durch die Gegend rennen mit Süßes oder Saurem, dieser alte heidnische Druidenbrauch, der da wieder aufgegriffen wurde. Was machen wir? Ich habe eine Weile drüber gebetet und dann war es mir, als wenn Gott mir so einen Impuls gibt, lass uns doch Hoffnungsäpfel verteilen. Hoffnungsäpfel, das heißt, du besorgst dir ein paar Äpfel, also für deine ganzen Nachbarn, kauf mal 10 Äpfel, schlag die in ein durchsichtiges Plastikzeug ein, heißt das Zellophan? Ich glaube, so heißt es, ne? Okay, daran machst du ein Kärtchen, auf dem Kärtchen steht folgender Satz. Wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Wer hat diesen schlauen Spruch geprägt? Genau, Martin Luther. Und jetzt kommt die Idee. Wir gehen nicht rum und sagen, hey, alles, was da gerade läuft, ist schlecht, sondern wir gehen rum und sagen, wir würden ihnen gerne einen Hoffnungsapfel schenken wollen. Wir möchten ihnen damit sagen, dass es wirklich was Gutes gibt. Und heute ist Sonntag, ja, diesen Spruch, den Sie hier lesen, den hat Martin Luther geprägt. Und wir wünschen ihnen das, dass sie wirklich Hoffnung für ihr Leben kriegen. Ja, und dann wünschst du deinem Nachbarn Gottes Segen und lässt ihm einen Hoffnungsapfel da. Ich glaube, es ist viel besser, was Positives zu machen, als über die Dunkelheit, die in der Welt ist, nur zu meckern. Und nur gegen irgendwas sein hat noch niemanden vorwärts gebracht. Sondern lass uns doch für was Gutes sein. Ja? Nicht immer nur, so Christen sind dafür bekannt, die meckern immer gegen alles. Ey, nee, wir sind nicht dafür bekannt, dass wir gegen alles meckern, sondern wir sind für absolut gute Dinge. Okay? So, bring deinem Nachbarn einen Hoffnungsapfel. Und wenn du sagst, oh, ich traue mich aber alleine nicht, dann kommst du am Samstag um 16 Uhr hier in die Gemeinde. 15 Uhr, danke. 15 Uhr, weil wir wollen dann hier in Weikersheim mal so ein bisschen durch die Straßen ziehen mit all unseren Kiddies und Leuten, die Lust haben. Und dann verteilen wir das mal fröhlich und schauen mal, wie die Reaktion der Leute ist, wenn eben einer nicht Süßes oder Saures fordert, sondern ihnen ein Geschenk vorbeibringt. Ich glaube, das ist das Herz Jesu. Jesus ist nicht durch die Gegend gerannt und hat die Leute verurteilt, sondern er ist hingegangen, um ihnen ein Stück Hoffnung und Liebe zu schenken. Okay? Und deswegen glaube ich, das ist der Geist, den wir brauchen, um Leute echt in ihrem Herzen zu berühren. Seid Teil davon. Heute Morgen sind wir bei einem spannenden Thema. Und ich habe meinen alten Rucksack natürlich wieder ausgegraben und habe gedacht, ich nehme ihn mit heute. Mich hat an der Tür schon jemand gefragt, ob ich auswandern will. Ihr Lieben, so weit ist noch nicht. Das Thema heute Morgen heißt, Vergangenheit bewältigen. Ich muss mich nicht kaputt machen lassen. Und ich dachte an viele Zeiten in meinem eigenen Leben, wo ich müde war. Nicht müde, weil ich zu spät ins Bett gegangen bin oder weil ich mir irgendwelche Filme reingezogen habe und dann am Ende den Knopf zum Ausschalten nicht mehr gefunden habe oder weil ich zu spät von irgendeiner Fete kam, sondern müde. Müde, weil ich bestimmte Verantwortungspunkte nicht mehr tragen wollte. Manchmal kannst du von der Last, die Verantwortung zu haben, als Papa und Mama für deine Kinder richtig runtergedrückt werden. Manchmal drückt dich die Last von Krankheit. Bei manchen Leuten ist es die Last, älter werden zu dürfen, zu müssen, wie auch immer. Wenn du in die Phase kommst, wo die Dinge wirklich schwer werden, Last der Vergangenheit, Last von deiner Arbeit, weil auf deinem Arbeitsplatz die Sachen nicht so furchtbar rundlaufen und du merkst, die Ellbogengesellschaft setzt sich durch, Last in die Schule zu gehen oder Last unausgesprochener Erwartungen, die Menschen an dich haben. Oder auch die Erwartung, die du an dich selber hast und du merkst, du wirst mit dem Druck nicht fertig.
Und die Last wird immer, immer drückender. Last vielleicht mit der bitteren Einsicht, ich habe eine Sicht von mir selber gehabt, ich hatte so eine Wunschvorstellung von mir selber. Kennt ihr das, wenn man so persönliche Idealbilder von sich hat? Ich bin doch so und so, und mit Mal stellst du ganz bitter fest, du bist gar nicht so toll, wie du dachtest. Und bestimmte Vorstellungen, die du dir gemacht hast, wie dann deine Beziehung laufen soll, wie dein persönliches Leben soll, laufen soll, die erfüllen sich nicht. Und du merkst diesen Schmerz, diese Last, die da bleibt auf deiner Seele. Und wir kennen das, das macht uns müde. Deswegen redet man davon, dass Menschen lebensmüde werden, weil sie diese Last nicht mehr ertragen können. Und ich las eine Geschichte, die fand ich spannend vor einigen Tagen. Da gab es einen Lastwagenfahrer und dieser Bursche hat für eine Kleintierhandlung Vögel gefahren. Und hinter ihm fuhr jemand in seinem normalen Auto und sah immer, wie dieser Lastkraftwagenfahrer an jeder Ampel raussprang, ein riesen Kantholz hatte und wie ein Blöder schlug der gegen die Autowand. Und ich habe gedacht, du liebe Zeit, was treibt der denn da? Ja, und die nächste Ampel kam und er dachte, mal gucken, was passiert. Und genau, die Ampel schaltete auf Rot, der Kerl sprang aus dem Auto, das Kantholz flog mit aller Power, die er hatte, gegen die Wand. Der Mann hat sich gesagt, warte, wenn er das nächste Mal aussteigt, der Kerl, also dann gehe ich rüber, dann frage ich, was der da macht. Ja, der demoliert sein Auto, der ist irgendwie, kann das nicht gesund sein. Und bei der nächsten Ampel ist er raus zu dem Typen und sagt, ey, Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Wieso demolieren Sie denn Ihr Auto? Ja, ja, sagt er, wissen Sie, ich darf eigentlich nur eine Tonne Kanarienvögel mitnehmen, habe aber zwei geladen, also muss ich immer gucken, dass mindestens eine Tonne in der Luft bleibt. Ich dachte, super, es gibt wirklich total helle Köpfe, ja. Wenn du schon zu viel geladen hast, da musst du wenigstens dafür sorgen, dass so viel Action ist, dass immer eine in der Luft bleibt, ja? Hey, soll ich dir was sagen? Wir sind ähnlich schlaue Spezies. Wir wissen genau, dass unser Leben einen bestimmten Belastungspegel aushalten kann. Jeder von uns, stimmt's? Und irgendwann merken wir, jetzt kommt irgendwo noch eine Last dazu und mit Mal kippt das ganze Ding. Und du stehst da und sagst dir, oh Mann, das war eigentlich die Sache zu viel. Aber anstatt, dass wir schlau sind und aufhören, machen wir was? Die nächste Last kommt dazu. Und dann gibt es Spezialisten, die haben eine echte Begabung, die immer noch einen Job zuzuschanzen. Weiß einer, worüber ich rede? Ja? Alle Ehepartner nicken. Ja, ich habe das gewusst. Nein. Hey, wie oft ist das so? Du läufst in deinen Job und es ist wie, als wenn du ein Schild auf der Stirn trägst. Ja? Bitte geben Sie mir noch was. Und du hast den Eindruck, hör mal, habe ich das hier irgendwie abonniert? Wieso wird das nicht weniger, sondern das wird immer mehr? Und dann bleibt dir, um das irgendwie zu ertragen, am Ende nur übrig wie dieser Typ hier. Du weißt genau, ich habe eigentlich viel zu viel an der Hacke. Ich habe zu viel auf meiner Seele. Und es nervt mich und es drückt mich. Und ich merke, wie es mich schier zu ersticken droht. Und jetzt komme ich dazu, nicht die Last abzulegen, sondern was mache ich? Ich suche mir irgendeine Technik, um ja nicht zur Ruhe zu kommen und um diese Last zu spüren, um ja nicht mich mit dieser Wahrheit ehrlich auseinanderzusetzen, sondern was tun wir? Wir suchen uns einen Knüppel und hauen immer fröhlich dagegen. Wir machen irgendwie Action, wir machen Party, wir machen irgendwas, um ja nicht uns dieser Realität stellen zu müssen, ey, in meinem Leben habe ich viel zu viel drauf, ich muss irgendwie meine Last loswerden, das ist mein Problem. Dann kannst du dich stundenlang vor den Computer hängen und in der Hoffnung, dann bist du irgendwann so weit abgedröhnt, du kannst dich stundenlang vor den Fernseher setzen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann der Sendeschluss dazu führt, dass du dann auch müde bist. Du kannst alles Mögliche an sogenannter Entspannung treiben, du kannst dich auch zuschütten mit allem möglichen Kram, aber was stellst du fest? Spätestens wenn diese betäubende Wirkung aufhört, ist was wieder da? Deine Last, die schleppst du nämlich mit dir rum. Und ich erinnerte mich als Junge, wir waren mit meinen Eltern einmal im Zirkus. Ja, wir kamen ja aus einem heiligen Haus, ja, da ging man nicht im Zirkus. Aber einmal haben wir irgendwie Vater breitgeschlagen, ich weiß nicht, woran das lag. Auf jeden Fall, wir waren im Zirkus. Und ich vergesse das als Junge nie mehr.
Da gab es einen ganz kleinen Chinesen und den fand ich super. Einmal, weil der wirklich peppig aufgemacht war, aber dann, weil der was konnte, was niemand konnte. Dieser Bursche, das war, also da war ich jung, ja, also ihr müsst ihr euch vorstellen, ja, kurz hinter der Steinzeit, also das war, da hat man sowas noch gemacht, heute würdest du das im Zirkus wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, der hat Teller gedreht. Und das war Hammer. Der fing mit dem ersten an, alleine, dass der so ein Ding zum Drehen brachte, fand ich schon cool. Ja, und dann drehte sich das oben, hatte der eine Halterung, packt den ersten rein, nächsten. Und so ging das, fröhlich, von einer Action zur nächsten. Und ich glaube, mich erinnern zu können, so 8 oder 9 kriegte der einigermaßen sicher hin. Und als er den 9. drin hatte, der fröhlich drehte, eierte der erste. Also war der beim ersten. Und dann drohte der zweite abzustürzen, also den zweiten. Und dann hast du gesehen, oh, der dritte, das Chaos kommt, gleich kommt er runter. Aber der war schneller, ja. Und dann raste der wie ein Wiesel von einer Ecke zur anderen und guckte, dass er seine neuen Dinger da irgendwie am Laufen kriegte. Und ich dachte so, jetzt bin ich gespannt. Ja, macht er das irre? Und der machte das irre. Der fing einen 10. an. Und alle Leute im Zirkus wussten genau, wenn der den 10. anfängt, passiert was. Genau. Und so war das auch. Der 10. ging und der 1. batsch, kam runter. Das war denn doch einer zu viel. Dieses Bild habe ich immer im Kopf behalten. Komischerweise, hat mich irgendwie fasziniert. Und ich dachte, wie ist das bei dir in deinem Leben? Es gibt irgendwann ein zu viel. Und dann kommt der Absturz. Dann bricht die Psyche einfach zusammen. Dann kommt dieser Punkt an deinem Leben, wo du sagst, so, jetzt mache ich aber nicht mehr. Wo du einfach irgendwo innerlich diesen Resignationspunkt hast und sagst, so, jetzt bin ich fertig mit der Geschichte. Lass mich einfach in Ruhe. Wir kennen das, wir nennen das dann Depression. Ja, wenn du an diesen Punkt kommst, wo nichts mehr geht, wo du merkst, da helfen auch diese ganzen Aufputschmittel nichts mehr, da willst du einfach nicht mehr. Du bist so müde, dass du sagst, ey, ich will mich am liebsten isolieren, ganz weit weg, bitte erzähl mir nichts, ruf mich nicht an, lass mich einfach in Ruhe. Ich bin durch mit der Geschichte. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass dieser Zustand sich nochmal ändert. Und wir kennen diesen Zustand. Wir sind müde. Und ich weiß nicht, womit du gerade kämpfst heute Morgen, was dich so berührt, dass du sagst, ey, ich bin müde, ich mag nicht mehr aufstehen und ich mag auch nicht mehr kämpfen. Dann geht es dir wie dieser Frau. Ich las in Psychologie heute diesen Bericht und unter anderem hat dieser dortige Fachmann eine Begebenheit erzählt von einer Frau. Und diese Frau kam in seine Praxis mit folgendem Satz. Sie sagt, wissen Sie, ich habe einen Traum und in diesem Traum liege ich immer beim Zahnarzt auf diesem Zahnarztsessel und immer wenn ich da liege, komme ich zur Ruhe. Und ich habe gedacht, ey, wie abgefrustet musst du sein, wenn der Traum von Entspannung auf dem Zahnarztstuhl stattfindet, ja? Der Bohrer fröhlich über dir, ja, und dann ist das deine Idealvorstellung von ich bin zur Ruhe gekommen. Ich habe gesagt, ey Mann, also da musst du nicht nur mit dem Klammerbeutel gepudert sein, da müssen sie dir schon Zementsteine aufs Hirn schlagen. Ja? Ey, was muss da innerlich passiert sein, wenn das die größte Form von Entspannung ist? Hey, da ist alles schief, da ist wirklich alles kaputt. Wenn du merkst, dass dein Schmerzpegel so hoch ist, dann ist Zeit, dass du dich fragst, wie kriege ich meine innere Last los? Und ich will dich einladen, geh mit mir mal zu einem Satz heute Morgen. Ihr wisst, wir sind in dieser Reihe, wo wir vor 14 Tagen zum ersten Mal im Gottesdienst mitgekriegt haben, ich darf zugeben, dass ich eine Not habe, ich darf zugeben, dass es eine Last gibt, ich darf das zugeben, das ist völlig legitim. Wir haben am letzten Sonntag mitgekriegt, Gott hat Hoffnung für uns, er hat wirklich diesen Gedanken der Hilfe und der Liebe für uns. Und heute kommt der dritte Gedanke, zu wissen, dass Gott uns lieb hat, zu wissen, dass Gott uns Hilfe anbieten will, zu wissen, dass Gott einen guten Plan hat. Leute, das nützt uns am Ende wenig, wenn wir nicht Eigeninitiative ergreifen. Ich musste lächeln über einen Joke, den ich hörte. Ein Mann trifft seinen Freund und sagt zu ihm, du, ich bekomme jede Woche Drohbriefe
und ich kann nichts dagegen machen. Da sagt der Freund, das ist doch gar kein Problem, oder? Geh mit den Drohbriefen doch zur Polizei. Dann sagt der Freund, sagt der Mann, geht nicht. Die Briefe kommen vom Finanzamt. Also manchmal gibt es Zustände in deinem Leben, wenn du die wirklich verändern willst, dann musst du was machen. Da hilft es nichts, die Briefe einfach nur unter den Schreibtisch zu schieben oder möglichst in Ablage P, das ändert die Situation nicht, sondern du musst in Bewegung kommen. Und das ist der dritte Punkt heute Morgen. Es geht darum, dass du dich nicht erdrücken lassen sollst, dass du dich nicht von deiner Last ewig plagen lassen sollst, sondern dass es diesen Punkt im Leben geben muss, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, so, was mache ich damit? Häufig noch eine Last drauf? Lasse ich diesen unerträglichen Zustand kollabieren oder bin ich bereit zu sagen, ich lasse die Last los? Und es gibt ein Jesuswort, das ich glaube, das so klasse ist, so beeindruckend ist, dass du diesen Punkt heute Morgen begreifen und anpacken kannst. Das steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Und wenn du möchtest, steig ein in diesen Vers und wenn du ihn noch nie wirklich bewusst gelesen hast, dann unterstreich ihn. Ja, nimm rot, grün, schwarz, gelb, egal welche Farbe, streich dir diesen Vers an. Und alle, die schon lange im Geschäft sind, der Gottesdienste und Predigten gehört haben, ihr wisst, was da steht. Da steht nämlich was? Alte Luther-Übersetzung zur Freude von Wolfgang habe ich die genommen. Ja, Übersetzung von Luther 1984. Da steht, kommt her zu mir alle. Genau, das können wir schon beten, ne? Die ihr mühselig und beladen seid. Genau, ich will euch erquicken. Also das, was mich an Gott fasziniert, ist welcher Satz? Genau, das war der, der mir allerdings, gebe ich zu, erst als zweites aufgegangen ist. Den ersten Satz finde ich mindestens genauso stark. Denkt drüber nach. Da sagt der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, er sagt, kommt her zu mir, alle. Ich habe keine Ahnung, ob du schon mal probiert hast, einen wirklich guten Termin mit Frau Merkel auszumachen. Also wer von euch hat schon mal versucht, bei der Bundeskanzlerin einen privaten Termin zu bekommen? Hör mal, was seid ihr denn für Leute? Wenigstens einer dabei, der schon mal beim Papst war? Auch nicht. Habt ihr Minderwertigkeitskomplexe, oder? Wenigstens beim Ministerpräsidenten, ach, haben wir gerade nicht mehr. Genau, haben wir gerade entsorgt, den Oettinger, ne? Ja, weiß nicht, ob es eine Gebetserhörung ist, aber was auch immer. Hey, wisst ihr, was passiert? Es braucht richtig viel Anstrengung, um bei sogenannten höher gestellten Persönlichkeiten Termin zu bekommen. Da musst du die Sekretärin anrufen, die muss im Kalender nachgucken und so weiter. Und dann hat das wirklich Auflagen, bis du dann irgendwann mal bei diesen Leuten Termin hast. Und jetzt kommt der lebendige Gott und sagt, was? Kommt her zu mir alle. Das finde ich großartig. Das zeigt mir das Herz Gottes. Du brauchst keine Voranmeldung. Alles, was du brauchst, ist die Willigkeit zu kommen. Nimm diesen Gedanken für heute Morgen in dein Herz. Gott lädt dich jetzt ein. Er lädt dich immer dann ein, wenn der Punkt erreicht ist, wo du sagst, Gott, ich habe das verstanden, ich will meine Last loswerden. Und dann geht es weiter. Kommt her zu mir alle, was müsst ihr für eine Bedingung haben, um kommen zu dürfen? Mühselig und beladen. Oh, sagst du, ey, das schaffe ich glatt. Lob und Dank, genau, das ist der Punkt. Das ist die Bedingung, die jeder von uns erfüllen kann. Mühselig und beladen. Und was ist das Endresultat? Warum lädt Gott dich ein? Was will er dir geben? Erquickung, schönes deutsches Wort. Ja? Im Griechischen steht da ein nettes Wort, das heißt Anapauso. Steht da wirklich, da haben wir das Wort Pause her. Gott sagt zu dir, bei mir darfst du Pause machen. Bei mir musst du nicht funktionieren. Bei mir darfst du zur Ruhe kommen. Bei mir musst du dich nicht mit deiner eigenen Anstrengung ständig ankurbeln, ist nicht nötig. Bei mir darfst du dieses Beruhigtwerden erleben. Ich darf nach Hause kommen und ich darf zur Ruhe kommen. Und dann sagt er zu mir, dass er was macht mit meinen Lasten? Er nimmt sie ab. Also wer ein echter Pfadfinder ist, der weiß, was das bedeutet, wenn man seinen Rucksack ablegen darf. Ja, wenn du ein Hike machst,
Ein Hike ist keine Halskrankheit. Das bedeutet, wenn du ein paar Tage mit dem Rucksack unterwegs bist, durch die Wildnis rennst und irgendwo in der Pampa dann übernachtest und deinen ganzen Hausrat irgendwie bei dir haben musst. Ich weiß nicht genau, wie oft ihr das so zu Hause macht, ja? Ja, den Kühlschrank hinten drauf und dann den Herd und so. Das ist natürlich alles nur bei den Pfadfindern in Kleinformat, aber ich kann mich gut erinnern an diese Läufe. Und ich vergesse nie, wenn ich mit irgendwelchen Jungs unterwegs war, gerade so die Pfadfinder- und Pfadranger-Stufe, so die Männer, ja, die hatten dann Rucksäcke, wo ich dachte, du liebe Zeit, ja, der hat für das nächste halbe Jahr ausgesorgt. Da hatten die dann Konserven, Dosen und Zeug mit und du hast gedacht, also das Leben besteht mindestens zu 99% aus Essen, ja, und den Rest, den kriegen sie auch irgendwie noch hin. So, und dann waren die da und wir hatten gesagt, ey Leute, so ein guter Rucksack, bitte nicht mehr als 8, 9 Kilo, 10 maximal, also wenn man da 3-4 Tage mit laufen soll. Und die hatten 18, 20, 25, war gar kein Stress. Und ich habe gesagt, Jungs, wollt ihr nicht was da lassen? Nee, brauchen wir alles. So, am Anfang ist das auch alles ganz witzig. So, die ersten Kilometer. Und dann merkst du, wenn das so ein bisschen über Berg und Tal geht, dritter Kilometer, dann siehst du immer, wie sie, ja, das ist nicht deswegen, weil die Hose rutscht, sondern weil das Ding so schwer ist. Und dann muss man die Schulter entlasten. Und dann merkt man, das geht auch aufs Kreuz, die ganze Geschichte. Ja? Und dann siehst du, wie dann die Haltung nicht mehr gerade ist, sondern die wird immer vorgebeugter. Und dann denkst du, hey, was haben die denn? Machen die irgendwelche gymnastischen Übungen? Nee. Die Last ist so elend. Und irgendwann sagt dann der Leiter dieser ganzen Aktion, Leute, da drüben kommt ein Gasthaus. Da machen wir eine Pause. Und mit Mal siehst du, wie die alle beschleunigen. Die werden immer schneller. Denkst du, was ist denn nun los? Gib was umsonst. Nee, du musst da schon bezahlen. Aber was ist das Geheimnis? Warum werden die schneller? Ich kann endlich die Last absetzen. Und dann musst du dir das Gesicht der Leute angucken, wenn die den Rucksack von der Schulter kriegen. Du, das ist, als wenn sie mit mal Flügel bekommen. Hey, die Last ist runter. Und dann sitzt du da auf deiner Bank und die eisgekühlte Cola kommt vorbei. Und du weißt, das Leben kann so schön sein. Hey, wisst ihr, worüber ich rede? Das ist, was hier steht in der Bibel, wenn Gott zu dir sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich lade dich ein, lass deine Last bei mir los. Das ist die Herausforderung. Und jeder, der ehrlich mit sich selber ist, kennt dieses drückende Gefühl, wenn du nicht weißt, was du machen sollst mit diesem inneren Druck, der da ist und der auf deinem Leben liegt. Und du musst für dich die Entscheidung treffen. Das ist der heiße Gedanke, den Gott uns vermittelt. Er nimmt dir die Last nicht weg. Gott kommt nicht und packt deinen Lebensrucksack und reist so lange, bis du rausgeschüttelt wurdest. Sondern die Entscheidung, die Last loszulassen, ist immer deine eigene. Niemand kann das für dich tun. Und das gilt ja heute Morgen im Gottesdienst genauso. Wenn du merkst, wie der Geist Gottes dir sagt, hey, da gibt es diese Last, spürst du diesen Druck und du weißt, ja genau, da drückt es mich, da tut es mir weh, da merke ich diesen Schmerz, da weiß ich, da stecke ich drin und komme irgendwie nicht raus. Schöne Grüße, das ist deine Herausforderung heute Morgen zu sagen, lasse ich die Last los oder gehe ich damit wieder nach Hause? Das ist, was Gott heute Morgen will, dass du deine Last loslässt. Wie passiert das denn? Wie lasse ich Last los? Jemand hat das verglichen damit, dass er sagte, es war in meinem Leben so, dass ich Jesus eingeladen habe, in mein Lebenshaus zu kommen. Und dann saß Jesus bei mir im Wohnzimmer. Und Jesus hat mich angeschaut und hat mich gefragt, ob ich nicht eine tägliche Audienz mit ihm pflegen würde, wo wir beide miteinander über unser Leben reden und was wir besser machen können. Und mir war klar, ich brauche diese Unterredung mit Jesus. Und so habe ich mich mit ihm verabredet jeden Morgen.
Und das war erstaunlich für mich, mein Leben aus der Perspektive von Jesus zu sehen. Jeden Tag habe ich mir das angeguckt. Und es war für mich genauso überraschend, dass das Auswirkungen hatte, wie ich mich in meinem Arbeitsplatz und in meiner Familie verhalten habe. Plötzlich habe ich Dinge gesehen aus der Perspektive, wie Jesus Menschen sieht. Und ich bin auf Menschen völlig anders eingestiegen. Mit einem Mal war mir klar, wo bei mir persönlich Fehler waren, und ich habe Jesus gebeten, mit mir zusammen die anzupacken und zu verändern. Und plötzlich entdeckte ich, dass mein Leben eine völlig neue, friedvolle Ausbreitung erlebte. Warum? Ich nahm ihn mit in meinen Alltag. Und dann erzählt diese Person, und dann kam die Zeit, wo ich so viel zu tun hatte und ich vergaß diese Zeit mit Jesus. Und es brauchte nicht lange, bis ich im alten Fahrwasser wieder saß. Bis ich die Dinge wieder aus meiner eigenen Kraft machte, bis ich wieder merkte, dass die Last für mich alleine viel zu groß war, bis ich wieder spürte, wie Beziehungen klemmten und schief waren, bis ich wieder merkte, wie ich selber aus diesem inneren Trott mich selber anstrengen und es immer aus eigener Initiative bewegen zu müssen, wie ich nicht mehr weiterkam. Und irgendwann, völlig überarbeitet, lag ich morgens wach und dachte, wieso war das denn schon mal anders? Und ich erinnerte mich dran, Mensch, da war ich immer morgens bei Jesus im Wohnzimmer. Und dieser Mann sagt, dann sah ich mich in diesem Traum, wie ich aus meinem Bett sprang, runterrannte, ins Wohnzimmer guckte und Jesus saß immer noch da. Und schaute mich an und sagte, ey Kollege, wo warst du die ganzen Wochen? Und mir fiel ein, das war der Schlüssel. Jesus wartet auf mich und ich muss diese Entscheidung treffen, nicht mehr mein Leben aus eigener Kraft zu wirtschaften, sondern in diese Beziehung mit Jesus stark einzusteigen, um von ihm her mein Leben zu sehen und von ihm her die Kraft zu empfangen, es umzusetzen. Freunde, da liegt der Schlüssel. Das bedeutet es, bei Jesus seine Last loszulassen und mit ihm zusammen die Sache zu tragen. Das ist übrigens dieses Bild, wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, damit es leicht wird. Das Joch bedeutet, mit jemandem zusammen die Last anzupacken. Mit Jesus zusammen meinen Alltag anzupacken. Und dieses Joch Jesu Christi ist immer Liebe. Wenn Jesus dich in ein Joch reinbringt, das war dieses alte Bild, wo zwei gleichartige Tiere eine Last gezogen haben, dann war das Joch das Verbindungsteil, damit nicht jeder einzeln das zog, sondern dass sie miteinander die Last ziehen konnten. Wenn Jesus dich einlädt zu diesem Joch, dann sagt er zu dir, ich möchte, dass du lernst, mit mir zusammenzuarbeiten und das, was uns verbindet, ist Liebe. Und die Arbeit, die du anpacken sollst, egal ob in deiner Familie oder wo auch immer, das ist immer motiviert aus meiner Liebe heraus, die Dinge zu tun. Und das setzt dich frei. Liebe setzt dich immer frei. Ich bin weder gesetzlich, noch bin ich drangsalierend, noch bin ich ein Tyrann. Ja, so ist Gott überhaupt nicht, sondern wenn, ist er der Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Das ist die Motivation, mit der Gott dich immer versucht zu locken und zur Mitarbeiterschaft versucht zu überreden. Und das ist unser Punkt. Diese Zusammenarbeit haben wir so nötig wie irgendwas sonst. Und nur wenn wir das verstehen und nur wenn wir in diese Zusammenarbeit hineinkommen, wird unser Leben auf Dauer entspannt. Dieser Mann erzählt dann in diesem Traum, wie er Jesus reinnimmt in seinen Hobbyraum. Ja, wo er immer hat spannen lassen oder seine Entspannung gesucht hat und Jesus zu ihm kommt und sagt, hör mal, mein Freund, willst du mich nicht reinnehmen in deinen Hobbyraum? Wollen wir nicht zusammen entspannen? Und mit Jesus entspannen bedeutet, dass der Herr dir zeigt, was er eigentlich für gute Pläne mit dir und deiner Zeit vorhat. Zu entdecken, dass Jesus eine riesen Begabung in dich reingelegt hat. Dieser Mann, sein letzter Punkt war, wie Jesus mit ihm zusammen an seiner Abstellkammer vorbeigeht. Jesus geht daran vorbei und sagt, ey, bei dir stinkt's. Und der Mann sagt, was ist bei mir? Bei dir stinkt's. Und sie gehen vorbei an dieser Abstellkammer und der Mann sagt, oh Jesus, du hast recht. Da habe ich das ganze Zeug hingeräumt, an das ich lieber nicht denken will. Da steht der ganze alte Kram. Gibt es Abstellkammern in unserer Seele? Eine Menge. Zeug, das wir einfach wegdrücken. Lieber nicht dran denken. Interessant ist, dass Jesus nicht nur im Wohnzimmer mit dir eine nette Audienz hat, sondern mit dir auch zur Abstellkammer geht. Das beruhigt mich. Es gibt keinen Bereich, wo du deine alte Last mit dir selber rumtragen musst.
dein altes Versagen mit dir selber rumtragen musst. Und wenn Jesus kommt, ich sag dir das, das ist eine total befreiende Wahrheit, die du jetzt hörst. Jesus spricht die alten stinkenden Dinge in deiner Seele an. Jede Wette. Und das ist gut so. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr das so macht, ja? Wir hatten zu Hause einen Kartoffelkeller. Weißt du, was für eine spannende Aktion das ist, wenn du im Kartoffelkeller faulende Kartoffeln hast? Und die so langsam, aber sicher alles in Mitleidenschaft ziehen. Und dann machst du irgendwann diese Tür auf. Ja? Habt ihr das schon mal gemacht? Dolles Erlebnis. Du machst die Tür auf und denkst, du liebe Güte. Ja, wer hat hier schon wieder seine Schuhe ausgezogen? Nein, das ist also viel intensiver. Da weißt du genau, das brauchst du nicht so oft. Und ich bin so froh, der Herr macht das mit dir und mit mir auch. Weil kennst du das, wenn Leute in dein Leben plötzlich reinkommen, die die Abstellkammern deiner Seele mit mal aufmachen und der alte, unverarbeitete, frustige, bittere, sündige Kram, da macht plötzlich jemand die Tür auf. Kennst du das Erlebnis? Und mit mal kommst du wie das HB-Männchen von 0 auf 180. Woo! Und der arme Kerl weiß gar nicht, was er getan hat. Weil der konnte ja nicht wissen, was bei dir hinter der Tür lauert, stimmt's? Und Gott sagt zu dir, hey, wie lange willst du das Zeug da noch drin lassen? Das Tolle an Jesus ist, dass das Erste, was er immer vorbeibringt, ist Vergebung. Das Erste, was Jesus immer vorbeibringt, ist Vergebung. Und Reinigung. Und Erneuerung. Und ich kann diese innere Scham loslassen. Ich muss es nicht verstecken, egal was ich gemacht habe. Egal, was ich auch nicht gemacht habe, all meine Versagensmomente, da, wo ich die Defizite habe, da, wo es nicht wirklich funktioniert. Jesus kommt und sagt, hör mal, bei mir kannst du das loswerden. Freunde, was ist befreiender? Ganz ehrlich, bei wie vielen Leuten kannst du deinen inneren Schrott loswerden? Die meisten wollen das gar nicht wissen. Und wenn sie dir erzählen, was falsch ist, dann nützt es auch nichts, wenn du eine Problemanalyse hast ohne eine Lösung. Und Jesus kommt und sagt, hey, bitte, komm doch und sag, womit du nicht fertig wirst. Weil das ist die Last, die dich drückt. Und manchmal sind wir auch, die wir mit Gott schon eine Weile leben, sind wir falsch fromm, indem wir diese Dinge einfach mitschleppen. Und sagen, ach, ist nicht so schlimm, kriege ich schon irgendwie noch geregelt, die Sache. Aber soll ich dir was sagen? Ich hätte keine Lust, mit diesem Rucksack mein Leben lang durch die Gegend zu rennen. Aber wir tragen das. Und dann kommen Leute zu dir und sagen, hör mal, ist es nicht klasse und befreiend, ein Christ zu sein? Und du sagst, hör mal, diese religiösen Spinner müssen alles Charismatiker sein. Ja? Die haben vom Leben nichts verstanden. Und er sagt, ey, weißt du, warum das so läuft? Dass du diese Freiheit nicht genießen kannst, weil du deine alten Lasten immer noch selber schleppst. Ich höre das immer wieder, wenn Leute völlig frustriert zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, wieso die sich so im Lobpreis freuen können. Und dann sind die begeistert und Halleluja und guck dir mal mich an. Hey, schöne Grüße. Wenn ich 5 Zentner auf der Schulter trage, dann habe ich das mit dem Hüpfen auch nicht so. Aber soll ich dir was sagen, wenn du 5 Zentner hattest, und du hast sie los, dann hüpfst du wie ein Frosch. Wir haben das im Sport früher so geübt, weiß ich noch, beim Hochsprung. Da kriegte man um die Füße so Klettbänder mit Gewichten. Und dann durften wir fröhlich springen. Und du hast gedacht, du kommst nicht von der Erde weg. Ja, und wenn du normalerweise 1,60 gesprungen bist, ja, da hast du 1,20 schier nicht geschafft. Und dann, wenn du das eine Weile geübt hattest, immer fröhlich, weiß ich noch, Kasten rauf, runterspringen, wieder Kasten hochhüpfen, wieder runter, wieder hoch und so weiter. Das hast du gemacht, halbe Stunde. Ja, bis du dachtest, so jetzt brennt der Oberschenkel, jetzt geht nichts mehr. Und dann irgendwann kam der Lehrer und hat gesagt, so, jetzt runter mit dem Zeug. Und du hast angelaufen und du bist gesprungen. Hey, was ist denn nun los? Leute, das Hüpfen und das Begeistertsein in der Nähe Gottes ist nur dann möglich, wenn du die Lasten runter hast.
Und Jesus lädt dich ein und sagt, heute Morgen bin ich hier und ich rede mit dir. Wie viel von dem alten Zeug willst du wieder mit nach Hause nehmen? Und du triffst eine Entscheidung heute und sagst, Jesus, am liebsten gar keine schlaue Entscheidung. Was glaubst du, wer zuständig ist, die Last loszulassen? Ja, du, heute Morgen, du bist dran. Und wenn Jesus reinkommt, das gefällt mir. Er nimmt nicht nur die Last, die wir selber haben, sondern das Tolle ist, er nimmt auch die Last, die andere bei uns draufgelegt haben. Weil wir leiden ja nicht nur an den selbstgemachten Lasten, sondern wir leiden auch daran, dass andere Leute uns fröhlich ihre Lasten aufgelegt haben. Dinge, die in der Vergangenheit gewesen sind, wo wir nicht die Täter waren, sondern am Ende ein Stück weit Opfer. Ich staune immer wieder, es gibt Erinnerungssequenzen in meinem Kopf, in meinem Herzen, wo Leute wirklich Sachen zu mir gesagt haben, die sie vielleicht gar nicht so gemeint haben und trotzdem haben sie mich verletzt. Weiß einer, worüber ich rede? Worte von Lehrern, die in ihrer bodenlosen Weisheit in dich reingesprochen haben und die dich verletzt haben. Menschen, die Sachen über dich in ihrer Wut gesagt haben, die sie wahrscheinlich nie wirklich so gemeint haben. Dinge, die Eltern in ihre Kinder gesprochen haben. Sachen, die du vielleicht in deiner Dummheit gesagt hast, aber nicht so meinst. Und trotzdem sind sie beim anderen gespeichert und sie sitzen auf seiner Seele wie eine Last. Vielleicht haben deine Eltern über dich Dinge gesagt. Du hast Jahre gebraucht, dich davon zu befreien. Und manchmal bleibt es immer noch drinne und prägt dich und bleibt wie so eine Seelenlast auf deinem Herzen, auf deinem Charakter. Das hat dich deformiert. Und dann kannst du es so machen wie manche Leute. Die haben so eine Negativschatzkiste. Und ab und zu machen sie den Deckel auf und kramen mal wieder. Oh, was war da Furchtbares? Und dann kramst du nochmal, ja? Und hey, weißt du, was passiert? Da kommt immer eine furchtbarere Geschichte als die nächste raus. Die Frage ist, sollst du da kramen? Schmeiß die Kiste weg. Aber ehrlicherweise ist uns die so lieb, ja? Die ist schon so abgegriffen. Weil wir das schon so oft da gewesen sind. Die kennen wir schon. Manche Leute sind wie Kinder. Wisst ihr, was wir früher gemacht haben, wenn wir so eine Wunde hatten und da bildet sich Schorf? Kennst du die Lieblingsbeschäftigung von Kindern? Immer dran rumpulen, ja? Kennst du das? Bis die Wunde wieder blutet, ne? Dann hörst du wieder auf, ne? Ich weiß nicht, warum das so ein nettes Spiel ist, ja? Das ist ja völlig blöd. Aber irgendwie macht man das immer wieder. Hey, wie lange willst du an den Wunden rumpulen? Das hilft dem Heilungsprozess keinen Meter. Sondern alles, was passiert ist, jedes Mal reißt du die Wunde neu auf. Jemand hat mal gesagt, über die meisten Dinge im Leben wächst Gras. Und dann hat jemand geantwortet, ja, so lange, bis irgendein Kamel kommt und das Gras wieder runterfrisst. Ne? Ich sag dir was, es gibt genug Kamele. Das ist nicht die Lösung. Sondern der Punkt ist, was machst du mit dieser Last, die da ist? Jemand hat gesagt, wir tragen sie nach. Versuch dieses Bild immer wieder in deinem Kopf zu behalten. Was bedeutet das, wenn du eine Last nachträgst? Wenn du jemandem etwas nachträgst? Wer hat denn da die Last beim Nachtragen? Du Dussel. Weil nachtragen bedeutet, ich trage das Ding dem immer hinterher. Ich habe den krummen Rücken, ich habe den Schmerz. Der andere, der merkt das gar nicht. So nachtragen ist so ziemlich die blödeste Aktion, die man machen kann. Ja, aber der hat früher mal. Ja, aber wer trägt die ganzen Jahre das Zeug hinterher? Auf der Seele. Ehrlich, wer? Du? Der nicht. Dem geht's gut dabei. So bitte, vergeben und loslassen ist die schlaueste Form, die Last loszuwerden, die es gibt. Wenn Jesus uns einlädt und sagt, bitte lern zu vergeben, dann nicht deshalb, weil er dich irgendwie knechten will, sondern weil das der beste Weg ist, seine Last schnell loszuwerden, weil es völlig blöd und krank ist, Sachen nachzutragen. Der Einzige, der darunter leidet, bist du, sonst niemanden.
Und Jesus hat das immer schon gewusst, deswegen lehrt er uns das. Wie macht man das? Wie lernt man denn, seine Erinnerung loszulassen? Wie lernt man das, die Dinge Jesus hinzugeben? Ich möchte euch mit einem Beispiel die Sache versuchen zu erläutern. Diese Frau heißt Ursula Link. Sie war 45 Jahre alt, getrennt von ihrem Mann, alleinerziehend und hatte zwei Töchter, Stephanie 16 Jahre alt und Nadine 14 Jahre alt. Und ihre ältere Tochter Stephanie war mit den Freundinnen verabredet, da hatte jemand Geburtstag, sie war auf dieser Party und hatte gesagt, Mama, irgendwann abends kommen wir dann per Taxi wieder zurück. Wer aber nicht kam, war Stephanie. Und am nächsten Morgen hat Ursula die ganzen Freundinnen alle abtelefoniert, niemand wusste, wo Stephanie geblieben ist. Am Nachmittag stand die Polizei bei ihr vor der Tür. Und der Beamte war kreidebleich und versuchte der Mutter irgendwie klarzumachen, dass man die Leiche ihrer Tochter gefunden hatte. Vielfach misshandelt, vergewaltigt. Der Mörder hatte sogar die Leiche noch geschändet. Und die Frau wusste nicht, was sie mit diesem Schock machen soll. Sie war bis dahin Vertreterin für einen großen Pharmakonzern. Sie hat ihren Job an Nagel gehängt, war nicht mehr psychisch in der Lage. Die Tochter Nadine flog aus dem Schulsystem raus, weil sie mit diesem Albträumen nicht mehr klarkam. Selbstmordversuche waren die nächste Geschichte. Nach 2 Jahren waren diese beiden durch psychologische Beratung keinen Meter weiter. Die Mutter und Tochter schliefen zusammen im Ehebett, um sich festzuhalten, wenn die Albträume kamen und wenn die Angst kam. Mittlerweile war die Frau in finanzielle Not geraten, klar, wenn man nicht mehr arbeiten kann. In diese Phase, nein, nach ungefähr 2 Jahren, kamen Leute in ihr Blickfeld, Eltern von Mitschülerinnen dieser Stephanie, die versuchten ihr zu helfen mit Rat und Tat. Und sie merkte, an diesen Leuten war irgendwas anders. Und im Gespräch stellt sich raus, das sind Christen. Und immer wenn Ursula Link von ihren Schmerzen erzählte und von ihrer Erinnerung erzählte, sagten die, weißt du, wir können da auch am Ende nicht viel ändern. Du kannst uns das immer wieder erzählen, das ist auch völlig okay, aber das ist keine Lösung. Die einzige Lösung, die wir dir anbieten können, ist, du musst zu Jesus gehen. Gott selber muss das bei dir in deinem Herzen in den Griff kriegen. Und alles, was wir dir anbieten können, ist, du musst ihm dein Leben anvertrauen. Nur dann ist Gott der Einzige, der in der Lage ist, deine Last wirklich zu tragen. Niemand sonst kann sie tragen. Du kannst sie nicht tragen, wir können sie nicht tragen, kein Psychologe kann sie dir wegnehmen. Du musst diese Last bei Gott loslassen. Er ist der Einzige, der das Ding nehmen kann. Sie brauchte noch einen Prozess von 2 Jahren. Und dann kam dieser Termin am 24. Oktober 2004. Da betet sie mit diesen Leuten zusammen und sagt, Jesus, bitte übernimm du die Führung meines Lebens. Nimm du meinen ganzen Schmerz, nimm du meinen ganzen Hass, nimm du meine ganzen Erinnerungen. Herr, nimm dieses Riesenpotenzial an innerem Sprengstoff, nimm das raus. Bitte, Jesus, komm und nimm du mein Leben in die Hand. Und mit diesem Gebet passiert in ihrem Leben was für sie völlig nicht nachvollziehbar. Sie sagt, mit einem Mal wusste ich, Jesus ist bei uns zu Hause. Es war wie, als wenn jemand unsere Tapeten alle im Haus geändert hätte. Mit Mal gab es Licht bei uns. Es gab diesen Hoffnungspegel wieder. Und sie beschreibt das dann, sie machte die ungewöhnliche Erfahrung, immer wenn sie die Bibel las, sie hatte bei den Evangelien begonnen und jedes Mal, wenn sie von Jesus las, wie er mit Menschen umging, sagt sie, war es, als wenn ich reingenommen würde in diese Szene und Jesus war da. Und das führte innerhalb weniger Tage dazu, dass sie sagt, plötzlich war meine Lebensmüdigkeit weg, ich merkte, wie Kraft reinkam und es brauchte 3 Wochen und sie ging zu ihrem Pharmaunternehmen und bat darum, wieder eingestellt zu werden. 3 Wochen. Ein Jahr später fand ihre Tochter Nadine zum Glauben, machte ihre mittlere Reifeausbildung und machte 2009 ihren Abschluss als Krankenschwester. Sie sind beide in Freiburg, dort in der Pfingstgemeinde.
Und als sie zum Glauben kam, sagt Ursula Link, gab es einen Gedanken, der sie nicht mehr losließ. Wo ist unsere Steffi? Ist sie im Himmel oder ist sie auf der anderen Seite? Und so betete sie darüber und sagte, Jesus, bitte gib mir doch irgendwas, dass ich weiß, wo meine Tochter ist. Und auf einen inneren Impuls hin suchte sie die alten Kisten wieder aus, wo der Rest von Nadine von Stefanie drin steckte. Und sie fanden eine Gideon-Bibel, das sind diese Bibeln, die man irgendwann mal in der Schule geschenkt bekommt. Und sie blätterte die durch und hinten auf der letzten Seite ist so ein Gebet. Und da stand unter diesem Übergabegebet der Name ihrer Tochter, da war sie 11 gewesen. Und für das Mutterherz war das ein Riesenpunkt zu wissen, Gott hatte schon lange das Herz ihrer Tochter berührt. In dieser Pfingstgemeinde in Freiburg gab es Mitarbeiter, die beim Schwarzen Kreuz engagiert waren, einer Gefangenenhilfe und Mission. Und Ursula Link beschreibt das wie einen inneren Kampf, dass sie sagte, Gott, du hast mir vergeben, du hast mich gepackt. Ich würde gerne was von deiner Liebe weitergeben. Und es war ihr, als wenn sie in diese Gefangenenmission regelrecht hingezogen würde. Und nach dem ersten Gottesdienst in einem dieser Gefängnisse brach in ihrem Herzen was auf und sie sagte, Gott, wenn du mir vergeben hast, dann bin ich eigentlich gefordert, auch dem Mörder meiner Tochter zu vergeben. Sie hat Wochen gebetet und dann war dieser Entschluss bei ihr klar, sie ging zum Staatsanwalt und bat um so einen Termin, aber der hielt das für keine gute Idee. Sie hat nochmal ein Jahr gebraucht, bis sie dann schlussendlich mit einem Gefängnisseelsorger, einer Sozialarbeiterin und der Ehefrau des Täters im Februar 2009 ins Gefängnis ging, um dem Mörder ihrer Tochter zu sagen, dass sie ihm vergeben hat. Und das beschreibt sie. Sie erzählte ihm, wie sie Jesus getroffen hatte, wie er ihr neues Leben geschenkt hatte. Und sie sagte zu ihm, wissen Sie, so wie Gott mir vergeben hat, will ich Ihnen vergeben. Und ich möchte Ihnen noch was sagen, Gott vergibt Ihnen auch, wenn Sie wollen. Und dann beschreibt sie das als einen heiligen Moment, als die Gegenwart Gottes kommt und dieser Mörder ihrer Tochter ihr in die Augen schaut und die Tränen laufen ihm übers Gesicht und er sagt, ich brauche diese Vergebung auch, ich muss das auch von meiner Seele kriegen. Und diese Frau gehorcht diesem inneren Impuls, packt die Hand des Mannes und betet mit ihm ein Übergabegebet und dieser Mann betet mit ihr dieses Übergabegebet und gibt Jesus sein Leben. Und während sie betet, hört sie, wie die Frau dieses Mörders weint und diese Sozialarbeiterin völlig neben sich steht und sagt, wenn Sie das mit diesem Gott hinkriegen, bitte beten Sie mit mir. Ich habe so einen Hass gegen meinen eigenen Vater in meinem Herzen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, dass ich die Last loskriege. Und mit Mal sitzen diese vier Leute, halten sich an der Hand und beten, dass Jesus kommt und ihr Leben verändert. Leute, das ist doch der Punkt, den wir brauchen, oder nicht? Dass wir eine Stelle finden, wo wir die Last loskriegen. Das ist das Herz Gottes. Jesus hat es noch nie geplant für dich und für mich, dass wir unser Leben lang unter unserer Last leiden. Und völlig egal, ob es deine eigene ist, die du verbockt hast, oder die andere an dir verbockt haben. Der entscheidende Pegel ist, du musst die Last loswerden. Und wenn nicht bei Jesus, Leute, wo denn sonst? Wo denn sonst? Ich lese uns zum Schluss nochmal den Text aus der Bibel, wo es heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das, was der Heilige Geist heute Morgen zu dir sagen will, ist, willst du deine Last selber tragen, weitertragen, oder willst du sie bei mir abladen? Und willst du verstehen, dass ich mit meiner Liebe mich mit dir verbinden will
um all die Herausforderungen, die du in deinem Alltag hast, mit dir zusammen anzupacken? Oder willst du weiter in deinem Stolz bleiben, in deiner Unabhängigkeit und sagen, nee, das brauche ich alles nicht. Ich mache einfach so weiter wie bisher. Darfst du. Jeder darf seine Last wieder mit nach Hause nehmen. Und ich sage dir was, der Teufel wird dir gratulieren, wenn du das tust. Und er hat noch eine Menge mehr Lasten, die er gerne auf dich abwälzen wird. Heute Morgen ist dein Termin, wo du dich entscheiden musst, nehme ich die Last mit oder nicht. Und ich habe so mit Jesus in den letzten Tagen geredet und gesagt, Herr, wie machen wir das, dass wir die Last ablegen? Wie helfen wir uns, das ganz praktisch zu machen? Das ist der Grund, warum ich diesen Gottesdienst über diesen Rucksack drauf hatte, um euch das zu vergegenwärtigen. Das war der Moment, dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde gelitten. Ja? Das ist diese Entscheidung, die du triffst. Sag, jetzt lasse ich die Last los. Jetzt lasse ich sie los. Und dann nimmst du sie runter von deiner Seele. Und dann stellst du sie bei Jesus hin. Und dann ist es nicht mehr deine. Dann ist es nicht mehr deine. Und dann gehst du nach Hause. Und es ist immer noch nicht mehr deine. Und dann bist du zu Hause bei dir im Wohnzimmer. Und wo ist die Last? Sie ist nicht mehr da. Und am Abend, wenn du ins Bett gehen wirst, wirst du was machen? Du wirst deine Hände nach oben strecken und sagen, Gott sei Lob und Dank, die Last ist nicht mehr da. Ich hab sie nicht. Weil wo hast du sie gelassen? Beim Herrn. Und ich sag dir was. Es ist, als wenn man Flügel bekommt. Was wirst du tun heute Morgen? Ich will zwei Schritte mit euch gehen. So glaube ich, hat Gott zu mir gesagt. Der erste Schritt ist, für alle die, die sagen heute Morgen, ich will meine Last wirklich an Jesus loswerden. Dich würde ich bitten, als ein Symbol dessen, dass du sagst, Jesus, ich gebe das bei dir ab. Lade ich dich ein, knie dich einfach da, wo du bist, hin. Und wenn du das nicht kannst, weil die Reihe so lang ist, komm einfach in den Mittelgang und knie dich da ein. Und dann gibst du Jesus das. Und dann betest du auf deinem Platz, dort, wo du kniest. Und wenn du nicht knien kannst, ist nicht so schlimm. Stellst du dich da einfach hin. Aber dann betest du heute Morgen und dann lässt du den Kram los und sagst, Jesus, ich lasse diesen Schmerz jetzt los. Ich lasse diese Verletzung jetzt los. Jesus, dieses Versagen, das ich da habe, das lasse ich jetzt los. Meine Sünde, die lasse ich jetzt los. Ich lasse diesen Kram bewusst heute Morgen bei dir, weil dein Heiliger Geist ist hier und heute ist so ein Tag der Befreiung. Ist das wahr? Halleluja. Und wenn du fertig bist damit, dann stellst du dich hin und dann hebst du deine Hände und fängst an, Gott zu danken für die Freiheit, in die er dich gesetzt hat. Und dann wirst du nach Hause gehen und weißt du, was du nicht mehr mitnimmst? Amen. Nie mehr. Ist das wahr? Ich lade euch ein. Wir werden... Ja, ich will mit euch ein Lied singen. Und während ich das Lied singe, darfst du dich gerne hinknien an deinem Platz. Und es wird ein heiliger Moment sein, wo wir einfach vor Gott stehen. Und kümmere dich nicht drum, ob dein Nachbar auch neben dir kniet oder nicht, ob der irgendwas zu Jesus zu sagen hat oder nicht. Es ist nicht dein Punkt, zu wissen, ob dein Nachbar irgendwas macht. Es ist dein Punkt, den der Heilige Geist heute Morgen mit dir hat.